Grüß euch, Matejka hier. Mein gestern rausgebrachtes Video über den Power Creep und speziell das Limit Break 2 ist wirklich stark angenommen worden. Also für meine Verhältnisse ist das sehr viel in einem Tag, 1.500 Views knapp. Also man merkt, dass das irgendwo auch geteilt und so worden ist, weil das Problem, also sicher viele Leute ein Problem damit haben. Aber jetzt wieder zum Alltagsgeschäft. Heute spiele ich den letzten Tag vom 4-Stern-Blutigen Kampfturnier. Am Abend werde ich wahrscheinlich ein Video rausbringen über Anubis-Beschreibung. Ich tue mir da ganz schwer mit dem Abschätzen und leider hat bei uns noch immer niemand Anubis zogen und gemaxt. Ja, schauen wir, ob da noch was kommt. Ich würde es nämlich gerne dann live gegen wen halt testen, dass man sieht, wie es ungefähr funktioniert und dass ich das selbst auch überprüfen kann. Aber gut, jetzt zum blutigen Kampfturnier. Ich stelle noch schnell auf Deutsch um, falls das jemanden stört, das was auf Englisch steht. So, ich habe gestern, also am vierten Tag, habe ich meine Angriffe gewonnen. Meine Def ist ziemlich stabil in B. Da ändert sich nichts mehr. Ich bin sehr, sehr oft angegriffen worden und zwar 80 mal 45 zu 35 steht die Def. Ganz schön viel, aber das ist jetzt seitdem ihr halt ein paar Doppelkostüme 4-Sternhelden habt. Die haben so hohe Teamstärke, dass ich in der höchsten Gruppe sicher dabei bin und deshalb halt sehr viele Angriffe kassiere. Niederlagen auch, aber es geht. Also, gegnerisches Team, Mialiki ist einer der besten Tanks in dem Format. Andererseits würde man gern mit Rot angreifen, ich habe aber in Rot nicht so viel, also die Helden, schaut mal kurz, was ich da so habe in Rot. Ich habe zwar einige jetzt, Kelile-Doppelkostüm ist natürlich sehr gut in dem Format, aber mir gefällt zum Beispiel, Sun macht man zu wenig Schaden, ist mittelschnell, kommt dadurch also nach Kelile erst. Zabok sowieso langsam, Gegenschlag im Angriff für nur ein paar, bin ich kein so großer Fan davon, wenn nicht Flächenschaden bei den Gegnern drinnen steht. Gormek macht man zu wenig Angriff und also zu wenig Schaden und ist auch zu langsam irgendwie. Ich habe sonst nicht, ich meine, Zilean ja, aber wie gesagt, ich bin kein großer Fan von Rot bei 4 Sternen im Angriff, ist jetzt da vielleicht ein Blödsinn. Zusätzlich ist aber in dem Fall ja so, dass mir Licky schon Rot noch ein bisschen bestraft, wenn man nicht vorher, also rechtzeitig geladen ist. Ich habe da jetzt als Alternativplan eben einerseits Grün, ja, und wenn ich Grün, wenn Marcel geladen ist, dann wird diese Angriffsverminderung in plus 50% Angriff umgewandelt. Also zumindest kann ich dann ein bisschen auskontern, falls ich die Steine kriege und sie vorher auslöst. Das passiert eben, das mit Auslösen bei ihr leider relativ oft, weil sie wirklich hohe Stats hat für einen 4-Stern. Ja. Ansonsten, ich spiele das einfach so. Das ist, mit dem Team habe ich mich jetzt recht gut angefreundet. Wie gesagt, obwohl Waddles und Nebel sie nicht unbedingt gut verstehen. Da werde ich den Diamant mir holen, weil ich damit da mit Grün vorne zusammenlege. Irgendwann werde ich ihn auslösen wollen. Und man braucht, bei 4 Sternen ist das sowieso, wo, obwohl ich jetzt möglichst schnelle aufgestellt habe, habe ich 4 schnelle Helden davon. Aber die brauchen trotzdem meistens drei ganze Kombos und das heißt, ich will am Anfang einen gescheiten Steinumsatz haben. Also hole ich mir den. Ja, das ist eh gut. Habe ich dann da schon mehrere. So. Jetzt muss ich nur überlegen. Macht es dann Sinn, irgendwie anders spielen? Den einen Stein da vorne verliere ich, aber bringt es mir aber mehr, wenn ich so spiele vielleicht. Oder doch zuerst den. Da gibt es jetzt einige Möglichkeiten, was am gescheitesten ist. Wenn ich den spiele, zuerst wenn ich grün spiele, könnte ich theoretisch da einen gelben Stein herkriegen, könnte eine gelbe Drachenbombe bauen. Die bringt mir schon was. Und wenn die beiden so senkrecht stehen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich dann einen Anschluss finde später mal. Ich weiß nicht, ob das schlau ist. Umgekehrt will ich Nebel nicht zu früh laden, aber jetzt machen wir es einmal so. Ah, genau das wollte ich so nicht, aber das wollte ich. Na gut. Hätte schlimmer kommen können. Schauen wir mal, ob ich da jetzt was wegkriege. Es ist gar nicht so leicht, weil mit Combo reinspielen Miliki halt so viel aus. Also das haltet sich auf jeden Fall aus dem Defdown und den Schaden dann drauf von Catmon. Aber gehen wir auf die linke Seite vielleicht. Das dann vor ihn auslösen. Damit geht halt ein riesen Combo los, aber der geht leider da ganz mit fordern.
Probieren wir das, die Seite wegzukriegen. Ganz geht sie natürlich nicht aus. Jawohl, dann geht sie das aus, dass ich die beiden wegkriege. Also, großer Angriff. Jetzt soll ich das auszugehen, was andere spielen. Ich meine, im Prinzip ist der Kampf natürlich gewonnen, da wir jetzt da nicht. Eigentlich verbrauche ich nur eure Zeit, wenn ich da jetzt herum überlege. Also mache ich einfach irgendwas. Es wird viel bessere Züge da jetzt geben. Ja, das war wieder die falsche Reihenfolge. Ich hätte als erst Nebel spielen müssen. Erster Gänger geknackt. Ihr seht natürlich, das Ziel muss natürlich sein, wenn ihr jetzt schaut, Turnierrang 7785, ihr werdet ungefähr, also ich glaube drei von den Angriffen muss ich, ja, weiß nicht, drei müssten reichen. Ich habe schon drei Niederlagen, ich will natürlich nicht nachkaufen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Das heißt, das ist eines von den wenigen Turnieren, wo ich, wenn ich vier Niederlagen habe, vielleicht nicht nachkaufen werde. Wenn ich das nächste oder das übernächste verliere, werde ich glaube ich nachkaufen, um sicher zu gehen. Ansonsten endet das Video einmal zu früh. Also einen Angriff so früh. Die Kiste wollte ich noch holen, genau. Hätte ich beinahe vergessen, weil die kaufe ich gleich noch. Passt, sie wird nachgekauft. Und weiter geht's im Turnier mit meinem Denk. Meinem Denk. Ich werde auf jeden Fall einmal grün durch blau ersetzen. Das ist einmal fix. Shahutun ist sehr praktisch, wenn er was stehlen kann. China machen wir das. Dann kommt auf jeden Fall eine Sonja dazu. Ich muss nur noch überlegen, in welcher Form. Und dann schauen wir ganz allgemein, weil Waddles kann natürlich blöd kommen. Ist eigentlich ein gutes DR, gut, ist ein sagen wir berühmter Spieler. Wenn ihr euch erinnert, gestern die Nachricht, dass Team Korea sich auflösen wird oder halt zumindest zurückschrauben wird. Juan ist der Anführer, der die Nachricht geschrieben hat. Sie seht TK, jetzt können wir kurz reinschauen, wie viele Spieler gerade. 21, okay, ein paar sind weggegangen. Ich habe schon gesehen, einen, den ich kenne, der früher mal bei uns war, also einer aus Singapur, ist zu Seven Days Departed gegangen, habe ich gesehen. Ein paar werden ausgestiegen sein. Raymond Reddington fällt also von den Internationalen, sie haben zwei, drei quasi Legionäre gehabt, die keine Südkoreaner waren, da ist jetzt nur mehr Toto Squillace dabei. Was mache ich da am besten? Also ich will glaube ich fast Sonja in der Form haben, damit die Waddles entfernen kann. Die Frage ist nur, ob mir das reicht. Gelb gegen Gelb ist natürlich schwach. Ist so, bei Vierschmal im Turnier habt ihr vielleicht schon bemerkt, ganz allgemein geht schon relativ viel über den Steinschaden. Da ist nicht so nur über Specials, sondern relativ viel über Steinschaden. Und da stört mich das natürlich schon, wenn ich mit zwei gelben Helden gegen Gelb angreife und mit Blau gegen zwei Grüne. Aber irgendwie, ich glaube, das passt trotzdem so, weil ich so in beiden Farben ein bisschen eine Antwort hätte auf Fairhand. Wenn viel Gelb am Anfang liegt, kann ich Nebel drauf spielen und verhindert die Verzauberung. Einfach. Wird schon schief gehen. Und sonst kostet es mir 75 Diamanten. So. Gibt mehrere Varianten. So vor und dann das oder das und dann geht es ins Blau, damit wir die mehr Schaden machen. Was ihr auch machen könnt, wäre als erst einmal die blaue Combo da zu spielen, um zu schauen, ob eventuell Diamant da möglich wird. Ich glaube, damit beginne ich jetzt sogar, weil das wäre besonders viel wert, dann könnte ich wahrscheinlich Gelb vorher laden. Machen wir es so. Ja, Diamant. Schauen wir, ob es ausgeht mit dem Laden, ob der Plan auch funktioniert. Vielleicht nicht, aber ja, eher jetzt nicht, er funktioniert nicht. Aber gleichzeitig spielt er jetzt so viel, dass ich das ja wohl kann dann gelb laden.
Da geht es ins Blaue. Er macht schon nicht mehr viel, also hat nicht mehr viel zu sagen, sozusagen. Nein, Zaubern ist nur weit weg. Ist wurscht, die macht das jetzt. Ah, das ist die Entzauberung dann auch indirekt da über ihn. Ob ich da jetzt nicht einfach reinspiel. Wie wir in der Steiermark sagen, fulle Mitzi, eine. Zeit warten hätte zwar auch. Was zahlt sich das aus? Ihr könnt ja mit denen da wegschießen. Ihr könnt mal sagen, da ist mir wurscht, ein bisschen Gegenschlag. Soll er nur sein. Und dann schieße ich außen den Kerl weg. Hab gleichzeitig die Minions, die den Gegenschlag rüberholen. Und kann dabei noch mal, sagen wir zumindest so halb kosten. Jetzt schauen wir, ob ich irgendwas kriege. Welche Fähigkeiten ich. Aha, was war das jetzt? Warum habe ich das nicht gekriegt? Blödsinn. Er entfernt ihn nur die Bannbahn, das ist ja Blödsinn. Aber er entfernt immerhin was. Was machen wir als nächstes? War ein bisschen blöd natürlich, weil er jetzt das Mana verloren hat. Das habe ich so nicht bedacht. Das habe ich so nicht bedacht. Ah. Aber jetzt bin ich soweit, jetzt warten wir mal ab. Jetzt hole ich mir den nächsten Gegenschlag noch, passt. Jetzt. Ich mache eigentlich da ziemlich viel. Das, wie perfekt das Board ist, spiele ich mir da jetzt ganz schön blöd. Aber soll so sein, machen wir es so. Und jetzt will ich aber, dass die Ente nicht auslöst, die stört mich mehr. Jetzt löst du für die andere Ente aus. Er löst dafür nicht aus. Also Waddles ist schon wirklich stark. Waddles ist so richtig gut. Sollte mir wirklich schon langsam überlegen, wenn ich, ob ich nicht Bubbles öfter in Kriegen spielen sollte. Es ist also schwierig, wenn reinzufitten, der nicht irgendwie. Wie soll man sagen, der mana-mäßig nicht so gut dazu passt. Ja. Ich sollte es mal überlegen. Es ist wirklich so, wie der Waddles performt. Macht mir Spaß. Jetzt müssen wir schauen. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Das ist mir schon öfters passiert, dass ich die Kiste nachkaufe und dann erst drauf komme, dass es irgendeine, also dass es eine Farbkiste ist. Das ist mir aber mal passiert. Klick drauf, ja, passt weiter. Ich meine, eh schön, dass ich eine Farbkiste habe. Jetzt kann ich mal halt das. Ja, kriege ich halt nichts zusätzlich. Das wird wieder grün werden. Ihr wisst, dass ich, also nein, stimmt gar nicht grün. Da habe ich ja gar nichts gegen die Dame Li Shu, wobei sie mir gar nicht so stört. Gehen wir mal als erst auf grün. Aber jetzt schaue ich noch mal kurz. Ob ich jetzt doch einmal rot ausprobiere. Kettmann schnell und so weiter. Na, grün, mein Lieblingsdeck. Gebe nur die schnellen Grünen auf eine Seite und den mittelschnellen auf die andere Seite, damit, falls sie eine Seite trifft, die die gleiche Mana-Geschwindigkeit haben, auslösen können. Bleib einfach. Rafael Jax ist auch ein bekannter Spieler. Vor allem bei mythischen Titanen immer gut dabei. War sogar bei uns einmal. So, das ist jetzt gar nicht so leicht. Aber ich glaube, ich will mir beides holen. Ich will mir den Diamanten holen und da die Drachenbombe, obwohl er jetzt natürlich Schaden frisst. Gar nicht so wenig. Schauen wir mal. Puh. Jetzt, was mache ich jetzt? Hole ich mir dort. Aber dann löse ich den gelben Diamanten aus, das stört mich fast ein bisschen.
Da muss ich mir vorher überlegen, wen ich blockiere. Blockieren wir ihn. Er wird blockiert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wäre schön, wenn einer nachkommt, dann wäre mein Waddles gleich wieder geladen. Ich will auf jeden Fall Xiao Houdun wegkriegen, bevor er auslöst, weil seine Minions schon sehr viel aushalten. Das heißt, ich muss entweder Waddles auf ihn verschwenden oder den einsetzen. Und ich glaube, ich werde einsetzen. Machen wir das so. Einmal Waddles auf den Tank. So. Ist genug Nachkommen auch noch. Sehr gut. Sehr schön. Dann gehen wir daher auf die Seite. Mit Verlangsamung und 34% Deftern gegenüber Specials. Special drauf. Schaden drauf. Und der darf seinen Kollegen vernichten, wenn es ihm Spaß macht. Okay, er vernichtet sie lieber selbst. Ja. Natürlich ein sehr gemütliches Board. Dreimal bin ich durch. Gut, also Top 1% müsste fix sein. Wenn ich den Angriff verliere, kaufe ich mich nicht noch. Was haben wir da? Fuhrer in Kostüm habe ich noch überhaupt keinen Kontakt dazu gehabt bis jetzt. Zumindest nicht, dass ich mich erinnern würde. Füge dem Ziel 280 Schaden zu, reduziert das Mana. Ja, ist schon gut. Auslösen, also man will nicht, dass sie auslöst. Gut, Verringerung, Heilung ist mir da jetzt wieder relativ egal. Was ist das nochmal für Giftschaden? Der ist mir nicht ganz egal. Ja, wie ihr wisst, habe ich Rot nicht so gern bei mir. Deswegen spiele ich da im gleichen Team eigentlich Gelb. Gelb für ihn. Ich habe schon gesagt, warum ich Li Shu im Kostüm, im Doppelten, natürlich, sie macht viel Schaden, zwar 70% Schaden bei starken Werten, das ist für 4-Stern-Verhältnisse viel, aber das 3-Runden-Schweigen finde ich einfach nicht so mächtig, weil der Held wartet halt 3 Runden, es werden eh nur 2 bis 3 von den 5 getroffen und danach ist er im Normalfall voll. Das heißt, es ist wirklich nur dann wirklich schlimm, wenn der Held innerhalb von diesen 3 Runden stirbt. Während bei der anderen Fähigkeit, wenn man sie in normalen Version oder im ersten Kostüm in der Def stehen hat, dann geht es einmal auf alle Helden, nimmt das Mana weg und es kann sein, dass ich dann gar nicht mehr dazu komme, dass ich ihn lade. Ja. Also ich finde halt, dass es so ist, dass die anderen Versionen besser sind. Es wird schon, die hat natürlich auch was für sich. Ja. Ich habe 3 grüne Kombos am Start. Die Frage ist, wie ich sie spielen will. 3 grüne laden halt nur unter Anführungszeichen die beiden und nicht auch noch den großen Defter, den ich fast brauche, damit die richtig halt durchkommen. Ich werde aber mal trotzdem die vorspielen. Mit ganz viel Glück kommt da unten noch ein grüner Stein noch, dass ich die kleinen Diamanten habe. Alternative wäre sonst, na, aber da kriege ich einen Stein nicht vor. Irgendwo bräuchte ich dann halt nur eine Drachenbombe, dass ich einen 10. Stein für ihn kriege. Ja, der Zug, der wird schon passen. Naja. Problematisch ist, dass ich den Schaden so aufteile über alle Seiten. Ich will nicht, dass alle Gegner gleichzeitig auslösen. Ich meine, der ist recht harmlos, da kann nicht allzu viel passieren, sonst dann an Kombos. Probieren wir es mal so. Schauen wir, ob da was Gelbes noch kommt. Kommt nicht. Ja, jetzt passiert natürlich genau das an Kombos, was möglich war. Ich kann aber, ich glaube schon mit den beiden werde ich die Seite, also nicht die Seite, aber ich werde Xiao Houdun am Auslösen hindern. Das ist schon mal was, ist schon einiges wert. So oder so. Ich glaube mir ist fast lieber, dass Li Shu früher, also auslöst
und umgekehrt aber dafür sie erst vielleicht gar nicht oder erst sehr spät. Ich wollte nicht, dass sie gleich auslöst, das ist eh klar, aber jetzt kann ich auf der Seite einmal Schach und Dun wegbringen und muss mir halt dann suchen, wie ich da vielleicht noch zu einem weiteren Stein komme. So geht es. Naja, ich meine, ich kann natürlich Rot und Lila vorn spielen, dass ich dort da die Combo zusammen habe und dann ist er geladen. Das sollte sie ausgehen, bevor da allzu viel passiert. Hoffe, dass der Schaden von den Steinen reicht und Fura nicht auslöst. Jawohl. Das ist der Fall. Ja, sie macht viel Schaden, aber das stört ihn im Moment überhaupt nicht. Während wenn sie Mana entzogen hätte, bräuchte ich auch Combo dann mehr. Ich glaube, ich kann da noch einen Zug warten. Dann habe ich später länger den Def dann. Und jetzt habe ich zusätzlich den Def dann gegenüber Specials. Also rauf damit. Sie ist eine Zauberin, kann nichts dagegen machen, dass jetzt Waddles zu Besuch kommt. Also bis nächste Runde, es wäre vollkommen egal, das Schweigen. Das ist bei anderen, ja, ich meine, in der Situation war sowieso alles egal, da will ich jetzt nicht groß drüber reden, aber na gut. Dann schauen wir für einen versöhnlichen Turnierabschluss. In Wahrheit ist dann, falls ich jetzt den letzten gewinne, bis 22:3 passt eh, aber der eine Tag, der zweite, wo ich das Video rausgebracht habe, hat halt wirklich weh dann. Vor allem, weil es zu dem Zeitpunkt so ausgeschaut hat, als ob die Def in A ist. So muss ich was ändern, ich glaube nicht. Es bleibt dabei, dass ich Rot nicht spiele. Wukong übrigens im Kostüm macht gar nicht so wenig Schaden. Inzwischen gibt es ja viele Helden, die viel Schaden machen, aber 210% auf alle mit hohem Angriff ist für 4-Stern-Verhältnisse gar nicht so wenig. Also natürlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das so ein starker Held wäre, dass ich den jetzt selbst aufstellen würde. Aber es ist jetzt nicht so abwegig, wie es vielleicht ausschaut. Ja, ich schaue die Klassen. Das war ein Paladin, ist recht wurscht, dann Druide, ja. Der ist im... bleib mal. Gefällt mir nicht, also die Combo darüber gefällt mir nicht gut, weil die damit irgendwie alles durcheinander bringen. Beziehungsweise nicht als erstes zumindest. Das ist eigentlich ein komischer Zug, aber wenn ich da jetzt Lila zuerst spiele, dann kriege ich hinten immerhin ein bisschen was schon mit Rot weg und kann dann mit der gelben Combo grüne Combo in der Mitte generieren und habe rechts mal das nicht verbaut. Also fange jetzt so an. Ich hoffe, dass da trotzdem was nachkommt. Ja, das war halt auch passt. Schön. Hat alles passt. Dann spiele ich jetzt drüber, habe... Ich löse da zwar aus, aber habe dann alle Trümpfe in der Hand. Wirklich jetzt schon relativ viele Trümpfe. Kann man überlegen, wen ich blockiere. Glaube, dass ich will, dass die rechte Seite kein Mana kriegt, weil ich da jetzt... Gar nicht so leicht, was ich jetzt eigentlich wirklich machen will. Eigentlich will ich grün laden. Das heißt, ich will in die Mitte spielen und will da herüben spielen. Wenn ich da rüben spiele, ist er aber schon bald geladen. Und mir ist lieber, dass ich damit eine Seite so recht lahmlege. Also nicht, dass ich bewusst reinspiele, ist nicht so wie bei Proteus, da spiele ich dann genau rein, weil ich weiß, der wird nicht geladen davon. In dem Fall ist es mir fast lieber, dass ich die Seite halt so richtig ausschalte vorübergehend. Das will ich wohl schaffen, dass ich den mit den Steinen und irgendwas anderes auflade bis dahin. Hole ich mir mal als erstes. Ja, schaffe ich jetzt vielleicht doch nicht. War vielleicht verloren. War vielleicht verloren, aber es wird nichts Schlimmeres passieren. Das ist aber ein Zug. Dann hat sie jetzt doch die rechte Seite weg.
Weg damit, und da reicht es, glaube ich, doch, dass er das noch einmal Weddles zuschlagt. Genau. Sparen wir den blauen Diamanten, es ist jetzt eh vorbei. So, das waren heute ja wirklich relativ gemütliche Boards, gemütliche Geschichten. Will mich nicht drüber beklagen. Momentan 3,57, da kommen natürlich die meisten Wochen natürlich heute erst die Angriffe. Es ist jetzt 12:30 zum Mittag. Sagen wir mal, Top 1000 wird sie ausgehen, hoffentlich. Naja, vielleicht auch nicht. Wenn nicht, dann nicht. Ich freue mich auf die grüne Kiste. Die könnte jetzt eigentlich, weil das so ganz besonders spektakulär ist, wenn man Leute eine Kiste holen sieht, hole ich mir da jetzt drei schwierige Karten, Etappen meiner Saison. Ich brauche halt das. Da noch was, da verschwende ich meine Tickets. Dann, das kostet so viel jetzt. Das ist ja arg. Dann werde ich da doch eher schauen, dass ich das schnell. Ich habe jetzt einen Kurzschluss gehabt, habe jetzt nicht dran gedacht, ja, grün brauche ich ja bestimmte. Wie mache ich das jetzt? Ich verschwende jetzt Tickets. Ich weiß, dass da, ich glaube, 7,5 ist grün normalerweise. Das ist jetzt nicht die effizienteste Methode, aber. Kann ich noch irgendwas dazu hören? Ich glaube nicht. Jetzt verschwende ich ganz viel, machen wir noch einmal 13,6, damit ich keine Weltenergie verschwende. Tickets habe ich in letzter Zeit eher mehr, als ich brauche. Und jetzt wechseln wir mit Flasche auf 7,5. Ah, jetzt habe ich das auch noch verschwendet. Ihr müsst mir ja helfen. Zum Abschluss, was mache ich jetzt? Genau, jetzt kann ich sagen, wie es läuft. Ich habe Milena offensichtlich ganz gemütlich gelevelt, habe aber sonst jetzt niemanden, den ich unbedingt draufbringen muss. Ich habe Zenobia und Darlag jeweils die zweite Version, eventuell für den nächsten mythischen Titanen. Da bin ich mir aber noch nicht so sicher, ob jetzt Rot oder Grün für mich besser ist, wie viele Angriffe ich mit Bengi machen kann. Wahrscheinlich mache ich nämlich Single Bengi, da sind dann noch mehr Möglichkeiten. Ja, ansonsten habe ich da nur ein paar 3-Sterne, die ich gemütlich leveln kann. Für den nächsten Krieg will ich natürlich Milena fertig machen. Ich habe relativ viele Trainer und habe auch Trainer in der Ausbildung. So, das kriegt sie. Das heißt, das geht sie eh leicht aus, ohne dass ich irgendwie rushen muss. Jetzt werde ich aber nur zu der Kiste rushen. Schon wieder die Helden, glaube ich, Folge. Weil ich so wenig Platz im Moment habe. Und alles nur, damit die eine Kiste mit einem goldenen Buch herzeigen kann. Davon würde ich natürlich träumen. Habe ich noch nie gehabt. Ich habe noch nie irgendwo ein von diesen 5-Stern-Büchern. Oder ich glaube, 5 Sterne haben es. Dann habe ich noch nirgends gehabt. So, einmal noch. Und jetzt auf. Ja, Ringe, passt, gut. Da muss man zufrieden sein. Jetzt noch schnell das Buch hinten noch. Passt. Feine Ringe zum Abschluss. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Baba.